Deux minutes pour Madame Harms. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Mogherini, nach den Gesprächen, die wir in dieser Woche mit Opposition und Regierungsvertretern aus Chișinău, aus der Republik Moldau geführt haben, gehe ich davon aus, dass auch am Wochenende in Chișinău wieder große Proteste stattfinden werden. Und ich möchte als erstes appellieren an Behörden und Regierung, schützt das Recht auf friedlichen Protest. Wir haben in den letzten Wochen in Armenien und in Georgien ähnlich starke Protestwellen erlebt. Und die Regierungen Armeniens und Georgiens haben in beispielhafter Weise gezeigt, dass sie Bürgerrechte, dass sie ihre Bürgerinnen und Bürger respektieren. Und wir erwarten im Europäischen Parlament ähnlich beispielhaftes demokratisches Verhalten in der Republik Moldau. Rechtsstaatlichkeit, Rechte der Opposition, Rechte der Anwälte der Opposition, Meinungsvielfalt müssen in der Republik Moldau respektiert werden. Die Proteste sind unserer Meinung nach berechtigt. Die Annullierung der Wahlen von Chișinău war ein wirklicher Schock, nicht nur für die Bürger in Chișinău, sondern auch für uns. Und ich würde empfehlen, dass diese Wahl so schnell wie möglich wiederholt wird. Ich teile die Entscheidung der Mehrheit der Kollegen, die an der Resolution verhandelt haben, dass die Europäische Kommission die Auszahlung der makrofinanziellen Unterstützung aussetzen sollte. Die Regierung der Republik Moldau sollte endlich die Empfehlungen der Venice Commission und von OSZE ODIHR ernst nehmen. Wir sollten abwarten, ob die Wahlen im Herbst, die Parlamentswahlen im Herbst, die angekündigten Wahlen nach guten demokratischen Regeln durchgeführt werden. Und wir sollten zusammen mit der Regierung Moldaus den Bankenskandal, diesen riesigen Betrug auch endlich aufklären. Der Premierminister hat mir gesagt, zu 80% wisse man heute, wo das Geld, das verschwunden ist, sei. In Zusammenarbeit mit europäischen Polizeibehörden müssen diese Assets zurückgewonnen werden für die Bürgerinnen und Bürger Moldaus. Das sollte eine weitere Bedingung für die makrofinanzielle Unterstützung sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld, Frau Präsidentin. La parole est à Monsieur Fleckenstein maintenant pour 1 minute 30.